بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch Al-Arabiyyah بين يديك، الوحدة الثالثة، مودول دغاي، السكن، das Wohnen، الدرس الثاني والعشرون، Lektion 22. Nachdem wir einige Wörter gelernt haben und einen Dialog gelesen haben, haben wir jetzt hier At-Tadrib al-Awwal, die erste Aufgabe. Sil, Verbinder. Beina, zwischen. Qit'atil Athath, dem Möbelstück. Wal-Makan, und dem Ort. Alladhi, die, oder der Ort, der. Tujadu fihi, indem er es oder indem es ist, also da, wo es da ist. Also wenn wir jetzt den Satz ganz übersetzen würden, verbinde das Möbelstück mit dem Ort, da, wo es ist. Hat jemand Fragen oder weiß jetzt jeder, was gemeint ist? Inshallah. Na, wir können es versuchen. Okay. طيب نبدأ مع الأخ شهريا. Wir fangen mit dem Bruder شهريا an. رقم واحد، غرفة جلوس. Okay. Ist es so, dass man die Bilder den Zimmern zuordnet oder dem Zimmer die Bilder? Okay, genau. Okay. المرأة. Da machen wir المرأة. Al-Mir'a hat oder bin ich oder bin ist Abdul Baqi dann dran? Du bist dran. Okay. Also Al-Mir'a ist zugeordnet zu Hammam. Okay. Dann versuchen wir das auf Arabisch zu sagen. Raqam ithnain, Nummer 2, Hammam. Raqam ithnain, Hammam. ممتاز. Abdul Baqi, As-Sarir. Der Mikrofon. رقم ثلاثة غرفة النوم. ممتاز. ثلاثة الفرن. Was heißt nochmal Nummer? Ich habe das nicht richtig ausgesprochen, glaube ich. رقم. رقم. Also rein auf Mim. Ich versuche das auf Lateinisch zu schreiben. So. Rakam. Also Ra und Qaf und Mim. Rakam. Furun. Rakam. Arba. Matbach. Mumtaz. Naam. Abdul Baqi. Al-Arika. Rakam. Wahid. Ghurfat Julus. غرفة الجلوس. ممتاز. نعم. السجادة. السجادة. الرقم. غرفة الجلوس. نعم. رقم واحد. غرفة الجلوس. الرقم واحد. غرفة الجلوس. نعم. أوكي. الثلاجة. رقم أربعة مطبخ. ممتاز. نعم. السخان. السخان. الرقم أربعة مطبخ. ليس المطبخ. لا. الرقم حمام. الرقم اثنين حمام. ممتاز. نعم، الحمام. طيب عبد الباقي، الستارة. رقم أربعة واحد.
Naja, in der Küche eine Sitara haben. Also eigentlich mehr bei Ghurfatul Julus, wie du es gesagt hast. Raqam wahed, Ghurfatul Julus. Okay. Toll. Huna, Tadrib 2. Asher ila Sura, allati tasma'u ismaha. Asher heißt zeige, ein Befehl. Ila, As-Sura, das Bild, zeigt zum Bild. Allati, die tasma'u ismaha, dessen Namen hörst. Zeigt zum Bild, dessen Namen du hörst. Wir werden das immer in drei teilen. Also ich werde ein Wort sagen und das wird dann entweder eins von diesen drei sein. Und dann nachher bei der zweiten Spalte und dann bei der dritten und bei der vierten so. Nabda ma Abdul Baqi. Wir fangen mit Abdul Baqi an. Bait. As-Suratul Ula. Amithania. Amithalitha. Erste Bild, zweite Bild oder dritte Bild? Das erste Al-Bayt, was heißt Al-Bayt? Bait Haus. Genau. Und das erste Bild ist doch kein Haus. Also zwei. Genau, zwei. Wie sagen wir das auf Arabisch? Gute Frage. Okay, also man hat zwei Varianten. Man kann es entweder sagen, das zweite Bild oder Bild Nummer zwei. Okay. Man könnte sagen, Suratu Es-Saniya. Natürlich bin ich im Lateinisch schreiben nicht gut. Es-Suratu Es-Saniya. Es-Suratu Es-Saniya. Oder Sura Rakam Isnain. Also Bild Nummer 2. Natürlich beim Lateinischen kann man nicht zwischen Sad und Sin unterscheiden. Deswegen sieht Sura genauso wie die Sura im Koran aus. Okay. Und dann Sahria. Ghurfatu Julus. Das kurz überlegen. Ah ja. Ghurfatul Julus. Suratu Wahid. السورة رقم واحد. Suratu Rakam Wahid. نعم ممتاز. عبد الباقي. مرآة. ميكروفون. السورة رقم اثنين. اثنين الدور. Also beim zweiten Bild möchte er sagen Etage oder Schatta, Wohnung. Aber ich meinte Mera. السورة رقم ثلاثة. السورة رقم ثلاثة السرير. واحد. واحد، نعم. السورة رقم واحد أو السورة الأولى. اوكي. بداهن نعمل السورة الأولى. السورة الأولى. ممتاز، نعم. سهرية السجادة. السجادة السورة الرقم ثلاثة. نعم، السورة رقم ثلاثة، ممتاز. اوكي، هات هي من فاق. كان من
Und jetzt werden wir die Wochentage lernen. Mufradat, Idafiya. Mufradat bedeutet wie Wörter. Idafiya, hinzugefügte oder extra Wörter. Al-Ard, die Präsentation. Unsur, Wastami', Wa'id. Muharram, natürlich Muharram ist der erste Monat vom Mondkalender. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass viele unserer Angelegenheiten, die wir machen müssen, eigentlich mit dem Mondkalender gemacht werden müssen. Zum Beispiel Zakat geben. Um Zakat zu geben, muss es ein Jahr der Nisab haben. Also die Person muss ein Jahr diesen Nisab haben. Natürlich rechnen die Leute was? Mit dem Sonnenkalender. Was eigentlich falsch ist. Und man musste mit dem Mondkalender machen. Das bedeutet, es gibt 10 Tage, 11 Tage Unterschied. Und noch sehr viele andere Sachen. Also bei der Eidde zum Beispiel oder die Kafara und so weiter. Das muss man alles mit dem Mondkalender rechnen. Was heißt Eidde? Eidde, wenn zum Beispiel die Frau geschieden wird, dann hat sie eine Eidde. Also sie hat eine bestimmte Zeit, die sie abwarten muss. Und dann kann sie erst eben danach heiraten. Natürlich eine Frage, wo wir früher gelacht haben, hat der Mann eine Eidde? Also muss der Mann, nachdem er irgendwie geschieden hat oder so, auch eine Eidde, eine Zeit haben? Und die Antwort ist ja. Wann? Wenn der Mann zum Beispiel viermal geheiratet hat und dann die vierte geschieden hat, dann kann er erst heiraten, nachdem diese Eidde von der Frau vorbei ist. Das bedeutet, die Frau hat diese Eidde und der Mann hat auch diese Eidde. Erst dann kann er eine andere Frau heiraten. Unglaublich. Okay. Jetzt kommen wir wieder zu den Tagen. Muharram. Natürlich ist es wichtig, dass ein Muslim die Mondkalender oder diese Monate vom Islam, vom Mondkalender auswendig lernt. Also er sollte sich gewöhnen, diese Monate im Kopf zu haben. Umso mehr man das nutzt, umso mehr man hat man das im Kopf. Es-Sebt ist Samstag. Natürlich, jeder soll seinen Stift haben, damit er das aufschreibt. Es-Sebt, Samstag. Al-Ahad, was mit Wahid zu tun hat, oder zum Beispiel als Bilal radiallahu an Ahadun Ahad gesagt hat, was von 1 kommt, ist hier Sonntag. Sonntag. Also der erste Tag ist bei uns der Sonntag. Und dann El-Ithnain. Ithnain ist dann Montag, der zweite Tag. Oder Tag Nummer 2. Und dann Thulatha, Dienstag. Der dritte Tag sozusagen. Al-Arbi'a, der vierte Tag, Mittwoch. Al-Khamis, der fünfte Tag, Donnerstag. Und dann Al-Jum'ah oder Al-Jum'ah ist dann der Freitag. Also haben wir Al-Sabt, Al-Ahad, Al-Ithnain, Al-Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Khamis und Al-Jum'ah. Hat jemand zu den Wochentagen Fragen oder konnte jemand etwas nicht schreiben? Also im Prinzip haben Samstag und Freitag Eigennamen und die anderen werden nach Zahlen benannt, oder? Ehrlich gesagt, ich bin da nicht so tief reingegangen. Okay, also jetzt, wenn man sich das so zum Lernen anguckt, also Sabbat kann man sich gut merken, finde ich, wegen Sabbat, das ist Samstag. Jumma, das ist ja unser Freitag. Und die Zahlen muss man dann einfach den anderen Wochentagen zuordnen. Ahad, Sonntag, Isnain, Montag, Thulasa, Mittwoch, oder Mittwoch, nee, Entschuldigung, Ahad ist Sonntag, Isnain, Montag, Thulasa, Dienstag, Arbi'a, der Mittwoch, Khamsi, Donnerstag.
Khamis, Donnerstag. Khamis. Was auch einige wissen sollten, ist, dass bei den arabischen Ländern der Wochenende Jum'a und Sabt ist, also der Freitag und der Samstag. In Saudi-Arabien ist es aber der Donnerstag und der Freitag, Khamis und Jum'a. Das sage ich, weil einige das nicht wussten oder wissen und auch mir nicht glauben. Also manchmal erzähle ich das den Leuten, die sagen, du bist ein Lügner oder spielst du mit mir oder so. In Bangladesch ist es auch so. Freitag ist so wie der Samstag und am Samstag ist alles zu. Ich glaube in vielen islamischen Ländern. Eigentlich in allen. Also außer Saudi-Arabien, der macht das dann eben Donnerstag und Freitag. Auch in der Türkei? In der Türkei ist es wie in Europa. Also Samstag und Sonntag ist dann Feiertag. Okay. Abdul Bari, kannst du auch noch die Wörter lesen, die Wochentage? السبت الأحد الاثنين الثلاثة Versuch mal so zu den ثلاثة ثلاثة genau الأربعاء خميس الخميس نعم الجمعة. Genau. Natürlich kann man auch sagen Yomul Sabt, Yomul Ahad, Yomul Ithnain, Yomul Thulatha, Yomul Arbi'a, Yomul Khamis, Yomul Jum'a. Also man kann das Wort Tag noch zu diesen Nummern hinzufügen. Okay. Al-Tadrib al-Awwal. Akmil Ayyam al-Usbu'. Vollständige oder vervollständige die Tage der Woche. Jetzt versuchen wir, euer Können aufzufrischen. Assept. Shahriya, was kommt danach? Nach Assept kommt Al-Ahad. Montas. Dann Al-Ithnain. Abdul Baqi, was kommt nach Al-Ithnain? Thulatha. ممتاز. Shahriya. Al-Arba'i. Al-Arbi'a. Al-Arbi'a. ممتاز. Abdul Baqi. يوم الخميس. يوم الخميس. نعم. يوم الخميس. Okay. التدريب الثاني. Zweite Aufgabe. Rattib Ayyam al-Usbu'. Lege die Tage, die Wochentage in der Reihenfolge. Rattib. Ordner. Das Ordnen können wir später machen, also könnt ihr alleine machen beim Aufschreiben. Ich möchte aber so durcheinander, also wie die sind, übersetzen. Shahriya, was heißt Yom al-Khamis oder al-Khamis? Al-Khamis, der Donnerstag. Und das. Abdul Baqi, Mamana Sabt. Der Samstag. Und das. Al-Ithnain. Der ist der Dienstag. La. Dienstag, Thulatha. Okay. Der Mittwoch. Al-Arba'a. Achso, Al-Ithnain ist Montag, Entschuldigung. Montag, genau. Man kommt richtig durcheinander. Okay. Al-Arba'a. Mittwoch. Montag, genau. Al-Ahad. Sonntag. Sonntag, genau. Al-Jum'a. Der Freitag. Freitag. Al-Thulatha. Dienstag. Dienstag, genau. Jetzt die Jetpok. Die Jackpot-Frage. Wann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Woche gefastet? Montag, Donnerstag. Montag, Donnerstag, auf Arabisch. Al-Ithnain und Al-Khamis.
Montag, al-Ithnain wal-Khamis. Und so kann man das sich auch ein bisschen auswendig lernen. Also al-Ithnain wal-Khamis, Montag, Donnerstag. Und von dort kann man dann eben die Reihenfolge herausfinden wieder. So eine kleine Eselsbrücke vielleicht. At-Tadrib al-Thalith, Ashir ila al-Yawm alladhi tasma'uhu. Zeige zum Tag, den du hörst. Das machen wir auch in der Reihenfolge, weil das durcheinander ist. Shahriya, ma ma'na al-Arbi'a? Al-Arbi'a, Mittwoch. Mittwoch, ja. Al-Ahad? Sonntag. Sonntag. Al-Ithnain? Al-Ithnain ist Montag. Montag. Al-Sabt? Samstag. Samstag, nein. Al-Thulatha? Al-Thulatha, Mittwoch. Mittwoch, okay. Al-Jum'a? Freitag. Freitag, nein. Al-Khamis? Donnerstag. Montag. Ich habe eine Frage, ich habe, glaube ich, falsch gesagt. Thulatha ist Dienstag, oder? Jetzt Thulatha. Genau, das ist Dienstag, Thulatha. Oder? Hast du Mittwoch gesagt? Ja, ich hatte das für den Mittwoch gesagt. Okay. Also nochmal als Korrektur. Thulatha ist Dienstag. Ja, ich muss immer zählen. Also ich merke mir immer, Sonntag ist eins und dann muss ich es durchzählen. Und dann habe ich, glaube ich, da den Fehler gemacht. Einen Moment. Ich muss die Seite noch finden. Okay. So. Al-An al-Tadrib al-Rabi'. Aufgabe Nummer 4. Qul al-Yawm, sagt den Tag. Alladhi yushiru, zu dem der Lehrer, ilayhi al-Mudarris, zu dem der Lehrer zeigt. Qul al-Yawm, alladhi yushiru ilayhi al-Mudarris. عبد الباقي الخميس دونستك دونستك السبت سامستك الاثنين مونتك مونتك نعم الأربعاء Mittwoch. Mittwoch, genau. Al-Ahad. Sonntag. Sonntag. Al-Jum'a. Freitag. Freitag. Al-Thulatha. Dienstag. Okay. Und hier bleiben wir inshallah stehen. Okay. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة